Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Und heute sind wir zu Gast im Gasthof Post in Strass am Eingang des Zillertals. Ein wunderschönes, altes Gasthaus, würde ich mal sagen, beim Alois Rainer, der hier der Gastgeber ist. Hallo Alois. Wunderschönen guten Morgen. Toll, dass wir bei dir sein können an diesem Traumtag in Tirol. Kannst du uns vielleicht einmal ein bisschen was über die Geschichte dieses Hauses sagen? Und über dich selbst, bitte. Machen wir sehr gerne. Ja, nur einmal einen wunderschönen guten Morgen. Aus Straße im Zillertal, im Gasthof Hotel Post. Unsere Post gibt es bereits seit 1840. Da hat sich früher schon, also vor 1840, der Andreas Hofer getroffen, um weitere Kriegszüge auszumachen. Und Straße ist ein sehr neuralgischer Ort. Wir sind am Eingang vom Zillertal und die Dorfstraße, die bei uns direkt vor der Haustür vorbeigeht, das war die einzige Verbindung zwischen Kufstein und Innsbruck auf dieser Seite vom Inn. Das heißt, alle, die vom Tal heraus wollten, mussten unweigerlich bei uns vorbei und alle, die vom Oberland ins Unterland oder umverkehrt wollten, mussten auch vorbei. Und deswegen war der Ort Straße schon immer sehr wirtschaftlich geschichtsträchtig. Und der Name Straße kommt ja nicht von irgendwoher, an der Straße. Und somit hat sich das ja dann von selber ergeben. Und durch diesen Standort an Handel wurde hier immer schon, ist hier immer schon viel passiert und deshalb auch der Gasthofbetrieb und es waren auch immer schon Hotelzimmer bei uns im Betrieb. Und über die Zeit hat sich das natürlich alles weiterentwickelt. Früher war dann hier noch die B169, die Zillertal-Bundesstraße, das war vor dem Tunnel. Und da waren am Tag bis zu 14.000 Autos, also das war schon eine ziemlich spannende Angelegenheit. Dann wurde dieser Brettfalltunnel gebaut, das war von einem Tag auf den anderen sehr viel weniger Verkehr. Das heißt aber nicht nur weniger Verkehr, sondern auch weniger Geschäft. Und wir haben eigentlich ständig unseren Betrieb umstrukturiert, verbessert und optimiert. Das ist dein Familienbetrieb, also deine Familie betreibt dieses Gasthaus. Ja, genau so ist es. Also meine Frau und ich dürfen das jetzt in der vierten Generation betreiben. Wunderschön. Wir sind ja heute hier, weil wir über das Thema Herkunftskennzeichnung mit dir sprechen wollen. Also die Staffel widmet sich insgesamt dem Thema Herkunft. Und wir haben uns ein bisschen beschäftigt oder recherchiert oder nachgeforscht. Wie ist denn der Zustand in der Landwirtschaft und in der Gastronomie zum Thema Herkunftskennzeichnung? Es gibt ja große Diskussionen, nicht erst seit sozusagen letzter Woche, sondern anhaltend. Es gibt auch im Regierungsprogramm eine eigene Passage, wo festgelegt wird, was die Regierung sich vorstellt, in den Zeiten 2020 bis 2024 dazu zu regeln. Und gibt, glaube ich, auch in der Koalition unterschiedliche Auffassungen. Wie siehst du denn das Thema jetzt für deinen Betrieb, aber auch übergeordnet das Thema Herkunftskennzeichnung insgesamt und das Thema verpflichtend versus Freiwilligkeit? Würde uns interessieren, wenn du uns ein bisschen dazu erzählst, wie du das Thema siehst. Ja, wir haben jetzt ungefähr nur 6 Stunden Zeit. Das haben wir gleich erledigt. Die Kurzfassung. Ja. Nein, Spaß beiseite. Das Thema Herkunftszeichnung ist natürlich ein sehr brisantes Thema, was immer wieder aufs Tableau kommt. Die Bundesregierung hat ja meines Wissens die Großverpflegung und Gemeinschaftsverpflegung dazu verpflichtet, diese Herkunftskennzeichnung zu machen. Das finde ich einmal sehr gut, denn hier hat der Staat 100%igen Einfluss darauf, dass man das auch umsetzen kann. Es gibt auch immer wieder Ansätze im klassisch ländlichen Bereich, in der Gastronomie, Herkunftskennzeichnung zu machen, die auch sehr gut schon auf freiwilliger Basis funktioniert. Das heißt, es gibt auch schon Zusammenarbeiten zwischen Landwirtschaft und Tourismus, das heißt auch in meiner Funktion in der Wirtschaftskammer, wo ich ja Fachgruppenobmann der Gastronomie in Tirol bin, haben wir Gemeinschaftsprojekte mit der Landwirtschaft gemacht, wo wir einfach sagen, okay, die Betriebe, die das leben, die mit diesem Thema ehrlich umgehen und die zu 100% dahinter stehen, gehören auch unterstützt und hinter den Vorhang hervorgeholt, dass sie für diesen Mehraufwand quasi dann auch mit ein bisschen Werbung belohnt werden und dass man es sieht, dass diese Betriebe das ehrlich und auch gemeinsam umsetzen. Aber wie schaut das konkret aus?
diese Kooperation und wenn du sagst, auch vor den Vorhang holen, gibt es da irgendwie eine Marke dazu oder wie setzt man das um? Ich sage, wo es herkommt. Mhm. Okay. Da gibt es eine große Kampagne und da sind schon einige Betriebe dabei. Bei uns gibt es ja verschiedene Vereine. Da gibt es einmal den Verein der Tiroler Wirtshauskultur zum Beispiel, haben Sie sicher schon gehört. Der beschäftigt sich auch mit dem Thema Herkunft, dass man entsprechend auch die Auslobungen in der Speisekarte macht. Dass einfach der Kunde, der dann im Haus ist, auch weiß, wo kommen die Lebensmittel her. Wir zum Beispiel beginnen da schon bei uns im Betrieb mit dem Frühstücksbuffet. Wir haben da, natürlich gibt es gewisse Sachen am Frühstücksbuffet, die nicht aus Tirol kommen. Ist ja ganz klar. Ja, aber wir haben zum Beispiel extra nur mal eine regionale Ecke am Frühstücksbuffet, wo ich zu 100% von den Bauern bei uns aus dem Ort oder aus der näheren Umgebung zum Beispiel die Eier, das Joghurt, die Sauerrahmbutter, die Topfenbällchen, die je nach Jahreszeit nur mit anderen Sachen verfeinert sind, hinstelle. Und wir sehen es am Buffet, das sind eigentlich immer die ersten Sachen, die nachgefüllt werden müssen und somit ein Zeichen, dass es gut angenommen wird. Das heißt, ihr seid eigentlich ein Vorzeigebetrieb, der sehr wohl kennzeichnet. Ist das richtig? Ja, wir kennzeichnen, das ist richtig, aber noch auf unsere Art und Weise. Wir machen das auch plakativ am Buffet mit einer Kreide, also mit einer schwarzen Tafel, wo wir mit Kreide aufschreiben, wo die Sachen herkommen. Wir loben das in der Speisekarte aus und machen das schon. Und dieses regionale Produkte verwenden ist ja bei uns schon traditionellerweise auch mit der Landwirtschaft, die von meinem Bruder betrieben wird, beziehungsweise früher von unseren Eltern betrieben worden ist, Gasthaus und Landwirtschaft. Und da war es für uns ganz logisch, dass wir zuerst die Lebensmittel und Produkte verwenden, die wir selber erzeugen. Sprich das Kalbfleisch, das Rindfleisch, damals haben wir noch Schweine gehabt, das Schweinefleisch und das auch mit dem Schwein, das war ja ein Kreislauf, der seinesgleichen suchen muss. Die Speisereste, die Mittag übergeblieben sind abends verfüttert worden. Und das, was abends übergeblieben ist, ist am Morgen verfüttert worden und somit hat man das Schwein gezüchtet. Das hat noch ein bisschen an Gerstenbruch dazu gekriegt und vielleicht ein bisschen an Hafer. Und dann war es das aber. Gell? Und das hat ganz gut funktioniert. Aber durch das, dass man auch die Speisereste nicht mehr verfüttern darf, wird natürlich einem auch die Möglichkeit genommen, hier wieder ein paar Schweine aufzuziehen. Dass wir nicht das Ganze abdecken konnten, das ist klar. Aber wir haben die Sachen, die bei uns übergeblieben sind, wieder entsprechend für die Fütterung der Tiere verwenden können, wo wir dann wiederum das Fleisch für unseren Betrieb gehabt haben. Dann gibt es wieder einen regionalen Metzger, der schlachtet die, der bereitet die vor für die Küche. Also ganz viele Synergien, die leider nachher auch in dieser Art und Weise nicht mehr umsetzbar sind. Du hast gesagt, das heißt, ich sage, wo es herkommt. Wie viele, kannst du das sagen oder einschätzen, wie viele Betriebe in Tirol nehmen da teil? Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind bei den 200. Und das ist 200 von ungefähr wie viel, kannst du das grob, oder wie, wächst das? Also hat das einen regen Zulauf? Das wächst auf alle Fälle. Es ist wie mit allem. Wir versuchen da jetzt ein bisschen Grundwärme zu erzeugen und wenn dann viele sehen, dass das gut funktioniert, dann hängen sich da noch einige dazu, die es ehrlich meinen. In Summe haben wir in Tirol über 4000 Gastronomiebetriebe. Aber nicht zu vergessen, da ist vom Dönerstand bis zum Drei-Hauben-Restaurant alles dabei. Also das darf man jetzt bitte nicht als Basis nehmen, sondern da muss man wirklich sehen, okay, wie viele Wirtshäuser oder wie viele Tiroler Wirtshäuser haben wir. Und wenn wir das als Basis verwenden und von da nach oben marschieren, dann sind wir sicher in einer sehr guten Richtung unterwegs. Du hast jetzt schon einige Male angesprochen, wenn man es ehrlich meint oder die das ehrlich meinen, gibt es denn andere auch? Oder das würde mich noch ein bisschen mehr interessieren, das klingt so ein bisschen nach der Erklärung auch für den freiwilligen Ansatz, vermute ich jetzt einmal, versus einer Verpflichtung, gibt es schlechte Erfahrungen? Oder habt ihr gesagt, es gibt halt Betriebe, die zeichnen was aus, was dann nicht dahinter ist? Woher kommt, warum betonst du das so, das ehrlich meinen? Da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt oder Sie haben mich falsch verstanden. Da geht es eigentlich darum, dass wenn irgendwas verpflichtend wird, dann neigen natürlich einige dazu, hier vielleicht doch nicht ganz so genau damit umzugehen. Und wenn das auf freiwilliger Basis ist, dann bin ich zu 100% davon überzeugt, dass alles, was dort steht, auch stimmt. Wenn es zur Verpflichtung wird, dann wird es natürlich immer ein bisschen schwierig. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Auf der einen Seite gehst du den Weg, auf der anderen Seite vertrittst du natürlich eine größere Gruppe. Und mein Eindruck ist, dass dann irgendwann eine Zweiklassengesellschaft entsteht, die es können und voranschreiten sozusagen, die kennzeichnen, die sagen, der Schweinsbraten kommt von meinem Bruder, sagen wir mal, ja, und die Würstel kommen vom Fleischhauer um die Ecke. Und dann gibt es aber Betriebe, die nicht die Möglichkeit haben oder nicht wollen und die müssen irgendwie auch abgedeckt werden. Sollten die nicht auch in einer
Gesamtverordnung irgendwie abgedeckt werden? Weil du sagst zum Beispiel Döner, wollen wir nicht wissen, woher das Fleisch beim Dönerstandl kommt? Ja, es gibt sicher Leute, die das wissen wollen. Ich zum Beispiel esse weniger Döner, immer kleber Schweinsbraten, sag mal, aber das ist dann, bleibt dann jedem selber überlassen. Grundsätzlich ist es so, dass Herkunftskennzeichnung natürlich schon Sinn macht. Eines darf man aber dabei nicht vergessen. Es heißt ja nicht automatisch, dass alles, was nicht aus Österreich kommt, ungenießbar oder schlecht ist. Und leider wird es in der öffentlichen Wahrnehmung oft so dargestellt, gell, dass man sagt, das ist deutsches Fleisch, um Gottes Willen. Gell. Das ist ja ein völliger Schwachsinn. Die unterliegen ja genauso ihren Prüfungen bei der Qualität und so weiter und so fort. Und wenn ich gerade ein Beispiel nennen darf, gell, wir sind ja hier im Zillertal, Straße im Zillertal, es ist nicht weit nach Kufstein. Kufstein, wissen wir, beginnt der Nord- und Deutschland. Das ist ein Steinwurf, das sind 30 Kilometer. Das soll jetzt heißen, dass das bayerische Fleisch von den bayerischen Bauern, wo die fetten Wiesen sind und die Rinder grasen, dann schlechter ist, nur weil Bayern Deutschland ist. Also meines Erachtens gehört hier Regionalität auch ein Stück weit neu gedacht. Gell? Weil Regionalität endet und beginnt nicht mit der Landesgrenze. Sondern mehr im Regionsgedanken, oder? Genau, also so wie so einen europäischen Gedanken. Es gibt ja auch viele Köche, die sagen, sie denken regional im Sinn von Herkunftsregionen oder auch sozusagen, es gibt traditionelle Speisen aus allen möglichen Regionen Europas, die sie in ihrer Küche verwenden, weil die halt dort eine Historie haben. Du kennzeichnest in deinem Betrieb und hast vorhin selber gesagt, es gibt nicht nur regionale Speisen natürlich auf der Speisekarte, aber man macht natürlich damit sichtbar für den Gast, wo kommt was her? Also es ist ein bisschen eine Informationsmaßnahme eigentlich, oder? Ich habe immer den Eindruck, oder immer den Eindruck, es gibt manchmal ein bisschen eine Sorge, ich dürfte dann nur mehr österreichische Lebensmittel verwenden. Wir kommen von einem Gespräch mit dem Stefan und der Christine Lindner, die machen auch Herkunftskennzeichnung und die haben in ihrer Karte auch Speisen, da steht dabei, aus aller Welt, weil da die Zutaten aus allen möglichen Ländern sogar auch außerhalb der EU kommen. Und wir haben die Christine gefragt und sie sagt, es gibt keine negativen Reaktionen darauf, es gibt Interesse, Gäste beschäftigen sich, fragen nach. Kann man nicht auch der Gastronomie ein bisschen die Sorge nehmen? Es geht ja nicht darum, einen Zwang im Sinn von, es darf dann nur mehr regional sein, sondern so wie es ich verstehe, versucht die Herkunftskennzeichnung ja eher den Gast abzuholen und den Gast auch ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, bewusst zu entscheiden, was er isst, oder? Oder wofür er sich entscheidet. Es bleibt dem Gast ja unbenommen, dass er international ist oder österreichisch ist. Gebe ich dir natürlich recht, aber das würde ich natürlich auch jedem Betrieb selber überlassen, ob er das machen will, weil das ist ja natürlich alles mit einem gewissen Aufwand und mit Arbeit verbunden. Und wir wissen, dass wir in der Gastronomie von Haus aus schon sehr viel zu tun haben. Sind es die Allergene oder weiß der Geier was, was wir sonst noch in den letzten Jahren aufdividiert haben bekommen. Somit muss es meines Erachtens nicht sein, dass wir jetzt da wieder verpflichtend was macht, was einen riesen bürokratischen Aufwand hervorruft. Und wenn man da sagt, okay, der, was freiwillig dazu bereit ist, das zu tun, der soll das machen und die anderen, die das nicht wollen, sollen das nicht machen. Es ist auch in der Umsetzung nicht so einfach, wie man immer glaubt, weil die breite Masse glaubt, ja, das ist ja nicht so schwer, da kommt ein Stück Fleisch und dann schaut man aufs Packerl drauf, wo das herkommt und das schreibt man dann bei der Speisekarte hin. Aber wenn das eine Skihütte ist, die 5.500 Mittagessen serviert, da wird ein Metzger zu wenig sein, der dort liefert. Und dann haben wir 5 Metzger, die dort liefern. Und bei jedem steht was anderes drauf. Und da lasse ich sie das mal so machen, dass das dann auch stimmt. Ist es insgesamt so, wie ist deine Einschätzung? Du kannst wahrscheinlich nur einschätzen. Der Stefan Lindner hat uns erzählt, Zahlen aus den Lockdown-Zeiten. Da ging die Importbilanz bei so Grundnahrungsmitteln, Ei, Fleisch, Milch, sehr stark zurück, weil in der Zeit die Gastro zu war. Gibt es die Sorge oder die Vermutung, dass manche Herkunft kennzeichnen regional, obwohl gar nicht regional drinnen ist? Oder ist das nur ein Mythos? Wie schätzt du die Lage in Tirol ein? Kann man das irgendwie, oder beschäftigt es euch ihr auch als Fachverband quasi damit? Wie kann man Betriebe dazu animieren, das, was drinnen ist, draufzuschreiben, und zwar unabhängig davon, ob es regional oder international ist, sondern nur das, was drinnen draufzuschreiben. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, aber ich glaube, ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden. Das müssen wir jetzt das eine ist, der Stefan hat uns erzählt, dass es Zahlen gibt, dass aus dem Lockdown
oder im Lockdown, im ersten, zweiten Lockdown, die Importzahlen stark zurückgegangen sind und der Schluss naheliegt, dass in der Zeit, wo die Gastro zu war, wenig importierte Lebensmittel oder weniger importierte Lebensmittel quasi verwendet wurden, weil der Handel war ja offen, der Einzelhandel. Und die Vermutung naheliegt, gebe nur wieder, dass im Lebensmitteleinzelhandel sehr viel regionaler eingekauft wird von den Konsumenten und dass es in der Gastro ein bisschen einen anderen Mix gibt. Lässt es den Schluss zu, dass in der Gastro sehr viel mehr internationale Lebensmittel eingesetzt werden? Darf ich da ganz kurz einhaken? Und zwar, da gebe ich natürlich dem Stefan recht, er hat ja auch die Zahlen von der ZAR, denke ich einmal, der er ja vorstellt. Und na logisch haben die Menschen regional eingekauft im Lockdown. Wo sollen sie denn auch hin? Und das, wenn ständig im Radio und überall gesagt wird, bleibt es regional. Aber das beginnt ja schon beim Urlaub, das ich sehr gut gefunden habe. Das letzte Jahr, vom letzten Jahr her, wo die Bundesregierung gesagt hat, verbringen Sie doch Ihren Urlaub in Österreich. Bleiben Sie dort. Fahren Sie nicht zu weit weg. Das finde ich ja gescheit, das sind ja auch gute Ansätze. Bei den Lebensmitteln, naja, wenn die halben Hotels zu haben, dann brauchen wir natürlich auch weniger Lebensmittel und somit fällt es uns leichter, die Abdeckung der Lebensmittel mit den heimischen Produkten zu machen. Das heißt, wenn die Hotellerie zu hat und um die Spitzen abzudecken, werden wir immer Produkte aus dem Ausland brauchen, das ist ganz klar. Allein das Zillertal macht gut 8 Millionen Nächtigungen, ja, dass wir das nie selber produzieren könnten, das muss doch bitte jedem klar sein. Also wir haben das ja gestern besprochen und ich hatte den Eindruck, dass eine 100%ige Abdeckung in weiten Bereichen möglich ist von Lebensmitteln. Es gibt ein paar Ausnahmen, Butter zum Beispiel. Fleisch, Milch und Eier haben wir mehr als 100% Eigenabdeckung, das heißt, oder? In Österreich? Österreich müsste eigentlich in der Lage sein, eine 100%ige Abdeckung zu schaffen, bis auf Spezialbereiche. Was ich nicht ganz verstehe, gerade in Tirol ist ja die Nahrung, Beherbergung, Restaurationsbetriebe, Gasthäuser, ein gesamtheitliches Produktpackage. So sehe ich das zumindest als Wiener, wenn ich daherkomme. Ich würde das doch als Benefit sehen, also als USP, dass dieses Package in sich stimmig ist und ich zum Beispiel keine Eier aus, weiß ich nicht, Rumänien oder der Ukraine am Frühstücksbuffet habe oder in der Eierspeis, ist das nicht ein Weg, den man vielleicht trotzdem einschlagen sollte, um auch das Gesamtpackage hier zu stützen? Oder schon einschlägt, vielleicht gibt es ja oder schon Beispiele. Ich glaube, da ist die Wahrnehmung falsch. Wir sind ja schon in dieser Richtung unterwegs. Okay? Jetzt sind es die Großküchen, die das verpflichtend machen. Und jetzt kommt man Stück für Stück in eine Richtung, wo man auch den... Man muss ja immer eine Branche auch sensibilisieren. Man kann ja nicht sagen, weil die Leute haben ja Angst. Die haben Angst vor Vorschriften, vor Kontrollen und so weiter und so fort. Okay? Warum haben Sie Angst, wenn Sie ein verbessertes Produkt haben, könnten Sie ja auch mit Selbstbewusstsein Angst vor dem Aufwand, Angst vor der Abwicklung. Da sind einfach viele Variable und Ungewisse. Und da hat jeder Unternehmer höchstwahrscheinlich dann in seiner betrieblichen Struktur einen gewissen Mehraufwand und man versucht ja das immer so gut wie möglich zu machen. Und dann dauert das natürlich auch seine Zeit. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, so ist es jetzt und so machen wir es dann. Und mit der Grundversorgung der Produkte, das mag stimmen. Ich weiß aber nicht, inwiefern die Logistik dann auch mit einberechnet wurde in dieses ganze Spiel, was der Stefan gesagt hat. Ich glaube ihm schon, dass wir die Produkte da haben, aber ich weiß nicht, ob das auch saisonal dann so ist, weil es gibt natürlich saisonstarke Zeiten im Sommer, wo wir viel brauchen, dann gibt es im Herbst Zeiten, wo wir fast gar nichts brauchen. Kann die Landwirtschaft die Produktion so steuern, dass es wirklich so ist, dass immer genügend Lebensmittel in der Qualität dann auch da sind, die wir brauchen? Und das Beispiel mit den Eiern die haben es irgendein Beispiel Bulgarien genommen, oder irgend sowas. Das war ein fiktives Beispiel. Ein fiktiv, plakativ, egal. Wie das zu benennen ist. Wir haben ja dann auch jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel, das ich vorher genannt habe. Deutschland ist ja dann auch Ausland. Und die bayerischen Eier, die sind von mir 40 Kilometer entfernt. Und die oberösterreichischen und niederösterreichischen Eier, die sind 350 Kilometer entfernt. Gell? Also der CO2-Fingerabdruck und so weiter und so fort. Ich meine,
wie gesagt, gell, ich bin für Regionalität, ich bin für die Herkunftskennzeichnung bei den Betrieben, die das gerne machen und sich damit ihr eigenes USB erarbeitet haben, das unterschreibe ich Ihnen. Aber verpflichtend Ende mit Landesgrenze, nein, danke. Aber ich glaube, es geht ja, also soweit ich es verstanden habe, ist der Entwurf, oder jetzt kommt ja wahrscheinlich nochmal die Verordnung, oder, aus dem Gesundheitsministerium, um das umzusetzen aus dem Regierungsprogramm. Da gab es schon einen Entwurf vom Minister Anschober und jetzt, glaube ich, wird es einen neuen geben oder erweitert, weiß ich nicht, vom Minister Mückstein. Wenn ich das Regierungsprogramm richtig lese, steht da ja nur drinnen die Herkunftskennzeichnung, eben jetzt einmal für die Gemeinschaftsbetriebe und die verarbeiteten Produkte. Ich glaube, da ging es ja nicht darum zu sagen, Herkunftskennzeichnung und ihr dürft nur mehr österreichische Produkte auf der Speisekarte haben, sondern Herkunftskennzeichnung für sich im Sinne von Transparenz. Und ich komme nochmal zurück zu dem Gedanken von vorhin, dass man den Gast ein bisschen einbindet, ihm zeigt, woher kommt was, damit auch ein bisschen ein Verständnis schafft, weil ich weiß nicht, ob jeder Gast so informiert ist, dass er bei jeder Speisekarte automatisch zuordnen kann, wo was herkommt, wo es auch was gibt, also auch regionale Verfügbarkeiten oder welches Obst es wo gibt. Oder auch Fleisch gibt es nicht in jeder Region Österreichs in gleichem Ausmaß. Also ein bisschen mehr im Sinne von Transparenz gegenüber dem Gast und ihm damit die Entscheidung leichter machen, was kaufe ich ein, oder auch Bewusstsein zu schaffen oder was bestelle ich eben in einem Gasthaus. Ich hätte es nicht so verstanden, dass es der Versuch ist, es auf Österreich zu beschränken, sondern wahrscheinlich indirekt Österreich zu unterstützen, dass man dem Gast die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich entscheide mich für fürs österreichische Angebot auf der Karte, oder? Verstehe ich das falsch? Weil, also ich glaube, es ging ja nie darum, ausländische Lebensmittel zu verbieten. Nein, wäre ja unrealistisch. Nein, aber es wird immer wieder versucht, den ausländischen Lebensmitteln einen qualitätsminderwertigen Stempel, einen qualitativ minderwertigen Stempel aufzudrücken, auch wenn es keiner sagt, aber jeder glaubt es dann zumindest und dann sagt man, die kaufen was Ausländisches, das ist nichts, die machen nur das Billige. Also man versucht da schon auch zum Teil gerechtfertigterweise natürlich, dass die österreichischen Lebensmittel qualitativ sehr hochwertig sind, diskussionslos, sind aber auch ausländische Lebensmittel qualitativ sehr hochwertig. Es gibt aber auch kommerzielle Argumente natürlich. Also wie wir gelernt haben, ist die Produktion von Fleisch zum Beispiel in Österreich im Vergleich teurer als in anderen Ländern, was mit den Quantitäten auch sehr stark zu tun hat. Und mit den strengeren Vorschriften. Also die österreichischen Landwirte haben also einen Wettbewerbsnachteil, ganz offensichtlich aufgrund der gesetzlichen Regelungen und der Strukturen in Österreich. Das ist unbestritten, oder? Das heißt, ich verstehe natürlich schon, dass die Bundesregierung versucht, die Landwirtschaft, die ja nicht nur Nahrungsmittel produziert, sondern auch die Kulturlandschaft und die Identität und auch die touristische Identität letztendlich hier am Leben haltet, sehr stark zu stützen. Nein, grundsätzlich darf man nicht vergessen, Landwirtschaft und Tourismus sind ja wie Geschwister zu behandeln. Ja, weil man braucht ja das nur traditionellerweise. Ihr seid ja auch Geschwister, immer, wie du erzählst. Jetzt nicht nur bei uns, aber generell, wenn man das betrachtet, da wo früher mal eine Landwirtschaft war, war dann eine Frühstückspension mit ein paar Zimmern und aus der Frühstückspension wurde dann ein Gasthaus, aus dem Gasthaus ein Hotel und aus dem Hotel ein Wellnesshotel zum Beispiel. Und das sind so ganz klassische Entwicklungen. Und die basieren ja auf der Landwirtschaft, aber eben diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, die arbeiten ja immer noch in der Landwirtschaft oder sie haben zumindest einen kleinen Teil Landwirtschaft immer noch dem Betrieb angeschlossen. Und somit können sie auch gewisse Produkte dann auch wieder selber verwenden. Und wir haben auch unsere hiesigen Metzger, die das auch sehr gut umsetzen. Nur wir haben ja das nächste Problem, es gibt ja fast keine Metzgereien mehr bei uns. Kommen die wieder? Und was natürlich auch ein Riesenproblem ist, wir sehen, dass der Milchpreis eigentlich viel zu nieder ist, seit Jahren schon. Und bei uns, die Bauern natürlich quasi von der Milch leben, weil immer schaut man sich die Landschaft an, wir haben halt nicht einmal schnell 300 Hektar für Getreideanbau zur Verfügung, weil da haben wir die halbe Inntalfuche abgedeckt dann mit Getreidebau und dann sonst nichts mehr Platz. Es ist auch einfach von den Strukturen im Land nur Milchwirtschaft möglich. Ja, und man muss dann aber auch hier wieder schauen, wo kommen die Futtermittel für die Tiere her. Das endet jetzt ja nicht mit dem, was auf der Speisekarte steht, dass das vom Tiroler Bauern ist, sondern wie werden die Futtermittel produziert? Wo werden die produziert? Wo kommen die wiederum her? Das heißt, es gibt mehr als eine Baustelle. Man muss da ein bisschen
großzügig sein und auch mit Augenmaß beurteilen, wenn man in den Strukturen drinnen ist und auch die Landwirtschaft kennt und auch den Tourismus kennt. Deswegen lasse ich mich jetzt auch nicht dazu verleiten, zu sagen ja oder nein, sondern man muss das Große und Ganze sehen. Und ich wünsche mir eigentlich nur ein bisschen Verständnis von dem Kunden, dass der das auch dann so sieht, dass es nicht so einfach ist, dass ich einen Schalter umlege und dann sage, ab morgen ist es so. Du hast beschrieben, eure Herkunftskennzeichnung und auch das Thema Regionalität am Frühstücksbuffet, glaube ich, hast du beschrieben als Beispiel und dass das immer sehr früh sozusagen aufgegessen ist. Wie reagieren eure Gäste auf das Thema? Merkt ihr steigendes Interesse? Gibt es da mehr Nachfrage nach Herkunft von Lebensmitteln? Also generell mehr Interesse an dem, was eure Gäste essen? Kannst du das irgendwie beschreiben? Man kann das schwer beurteilen. Wir kriegen sehr gutes Feedback von unseren Kunden, indem sie beim Checkout dann sagen, schön, dass wir sehen, wo das herkommt. Zum Teil, die anderen sagen, wieder gar nichts. Ich finde es für unseren Betrieb passend, weil es okay ist und weil wir das auch ganz ehrlich leben, das Ganze, weil Landwirtschaft, Tourismus, ich habe es Ihnen eh schon mehrmals erklärt bei dem Podcast heute, wie meine Wurzeln hier auch gelagert sind. Und ich das schon sehr gut finde. Und dann gibt es andere, die sagen einfach gar nichts dazu und wertschätzen die Qualität. Also es ist ganz unterschiedlich. Gell? Nachdem die Wirtschaftskammer ja auch irgendwie ein Player ist in der Politik, als Sozialpartner, wie schaut ein optimaler Weg in die Zukunft aus? Kennzeichnung, Qualität, Tourismus, Regionalität. Wie würde ein Alternativweg ausschauen? Ja, wie würde ein Alternativweg ausschauen? Oder überhaupt der Weg? Es gibt jetzt einmal einen Weg, der irgendwie gezeichnet ist. Wie würde ein anderer Weg ausschauen? Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist gar kein Weg gezeichnet, da eine Pandemie die nächste jagt und wir nicht wissen, ob wir dann überhaupt eine kommende Wintersaison haben oder nicht, Delta-Variante hin, Lockdown her. Wir müssen schauen, dass der Tourismus in seiner Gesamtheit mit einem blauen, vielleicht dunkelblauen Auge aus der Situation herauskommt, dass dann die Betriebe auch wieder öffnen können und dann die Betriebe wieder wirtschaften können, um wieder Steuer zu erzeugen, damit diese Löcher, die da aufgerissen wurden, wieder gefüllt werden können. Da werden wir noch lange daran arbeiten. Ein touristisches Gesamtbild jetzt in dieser Kürze zu zeichnen, wäre, glaube ich, grob fahrlässig von mir. Auch wenn es gern gewünscht wäre, dass ich da irgendwo reintappe, aber das wird jetzt nicht passieren. Gell? Und, das war keine Falle, das war alternative Perspektive. Alles gut, ich habe das schon verstanden, wie das gemeint war. Ich denke, dass verschiedene Regionen sich dann auch unterschiedlich aufstellen werden. Es waren jetzt auch schon die Tourismusverbände und vor allem auch Betriebe dabei. Die haben diese Zeit genutzt, um sich etwas neu zu definieren oder anders zu definieren und einfach auch neue Wege einzuschlagen. Dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt nicht mehr das, was kommt, sondern wir wollen beeinflussen, welche Gäste zu uns kommen. Und da müssen sie jetzt genau die Maßnahmen ergreifen, dass das dann auch in Zukunft passiert. Und ich denke schon, dass das jetzt passiert ist. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Tirol schlägt jetzt den Weg X ein. Das ist ja Blödsinn. Es gibt verschiedene Regionen. Wir haben die Stadt mit Innsbruck, mit seiner ganzen Vielfalt und dem Kongresstourismus und den Businessgästen. Dann haben wir saisonale Hotspots wie hinterm Zillertal oder in Bad Znaun, Kitzbühel. Und dann haben wir natürlich auch das ganz normale Gasthaus in der Inntalfuche, was jetzt keinen Tourismusverband im Hintergrund hat, der 2 Millionen Nächtigungen macht. Also wie gesagt, gell, das ist ein großes Bild, das von vielen kleinen Mosaiksteinen befüllt wird und am Ende des Tages dann Tirol in seiner Gesamtheit schillernd wiedergibt. Und da gibt es halt wirklich auch vom Gasthaus auf der Alm, wo es einen guten Speckknödel gibt, bis zum Feindein in Innsbruck mit 3 Hauben, ist alles dabei. Und so ist es natürlich auch dann bei den Lebensmitteln. Es gibt viele Betriebe, die zeichnen sich aus, weil sie sagen, wir sind die Einzigen, die das argentinische Rindfleisch so zubereiten können. Und da fahren die Leute wegen dem argentinischen Rindfleisch dorthin. Und andere sagen, okay, wir sind diejenigen, was den besten Rostbraten machen, vom Tiroler Jahrling zum Beispiel. Und der hat dann wieder sein USB mit diesem Tiroler Jahrling. Und Platz genug ist ja für alle Varianten, oder?
Genauso sehe ich das. Wie beurteilst du jetzt durch den Lockdown und Corona, wahrscheinlich durch den ersten Lockdown am meisten, die Gastro ist ja schwer getroffen und die Hotellerie, und das ist noch lange nicht vorbei. Aber man hat schon auch beobachtet, finde ich, so ein recht spät kommend, aber dann sehr intensiv oder schnell, so ein Innovationsgeist, also andere Vermarktungswege, weil Betriebe waren ja zu, also Delivery, Abholung und. Online-Vermarktung, das war dann mehr also im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch Kooperationen zwischen Gastro und Landwirtschaft mehr. Bleibt das bestehen? Also ist da irgendwas losgetreten durch eine sehr an sich schwierige Phase, was vielleicht sogar auch positiv zu bewerten ist? Kooperationen zwischen Gastronomie und Landwirtschaft gab es ja schon immer, auch vor Corona. Ich weiß jetzt nicht, was da Corona verstärkt haben sollte, wenn die Gastronomie geschlossen ist. Naja, andere Vertriebswege. Also im östlichen Bereich Österreichs hat man stark gemerkt, dass zuerst einmal die Schockstarre groß war, weil von heute auf morgen geschlossen. Und dann hat man einmal gemerkt, dass es Angebote gab bei Betrieben, die das vorher nie hatten. Abholung, Zustellung, stärker die eigenen Lieferanten herzeigen. Es gab in Wien zum Beispiel Lokale, die haben ihre Gemüselieferanten promotet, weil die normal nur an die Gastro liefern und dann angefangen haben, Kisteln zuzustellen an Privatpersonen. Also neue Wege, die es davor nicht gab, die man vielleicht überlegt hatte, aber die dann tatsächlich erst aus dem Schock des Lockdowns und weil man auch nichts anderes tun konnte, entstanden sind. Und ich weiß nicht, ob sowas in Tirol genauso entstanden ist. Ja, es gibt bei uns schon auch gewisse Gemüselieferanten, die dann auch so eine Art Gemüsekiste direkt an den Endverbraucher geliefert haben, sprich an den Privathaushalt beziehungsweise auch an den Gastronomen, der in dieser Zeit Takeaway angeboten hat. Man darf natürlich nicht vergessen, Takeaway war nicht für jeden Betrieb das Rätsels Lösung. Es gibt Betriebe, die bieten sich dafür an, das zu machen. Es gibt dann auch Betriebe, die bieten sich nicht dafür an, auch der Größe des Betriebes geschuldet. Und wir haben immer so gesagt, wenn bei uns in der Region zwei sind oder drei, die Takeaway anbieten, dann werden wir uns hüten, weil dann haben die zwei oder drei halbwegs ein Geschäft. Und umso mehr, dass es wären, umso weniger wird natürlich bei jedem Einzelnen dann auch das Geschäft. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen das nicht. Und haben dann auf einen guten Start gearbeitet und das hat dann auch recht gut und recht schnell wieder funktioniert. Aber man darf in dieser Saison, vielleicht gibt es einen großen Unterschied zur letzten Saison. Im letzten Jahr war eine unglaubliche Dynamik da. Gell? Da haben die Betriebe wieder aufgespart. Das war alles sehr, sehr kurzfristig. Das passt auch, wer damit arbeiten kann, ist ja das wunderbar. Und es waren viel mehr österreichische Gäste, weil die Leute Angst davor gehabt haben, ins Ausland zu fahren. Und heuer haben die Leute keine Angst mehr, ins Ausland zu fahren. Jetzt ist der österreichische Gastanteil, ich habe jetzt noch keine Zahlen, aber gefühlt weniger. Wir haben auch wieder mehr Gäste aus dem südbayerischen Raum und aus der Schweiz, was ja für uns sehr naheliegend ist. Aber es ist natürlich schon etwas anders. Und so ganz auf den letzten Zacken hin, so wie das letzte Jahr war, ist es heuer nicht, beziehungsweise noch nicht. Das heißt, es dauert noch ein bisschen an, wir werden sehen, was kommt, aber lassen wir uns überraschen. Grundsätzlich bin ich positiv gestimmt. Jetzt hast du uns am Anfang beschrieben, eure Initiative, ich sage, wo es herkommt, in 5 Jahren. Was glaubst du, wo wird die Initiative stehen? Ja, ich hoffe, dass wir in 5 Jahren noch etwas mehr Breite bekommen haben und dass vielleicht der eine oder andere Betrieb dann sagt, okay, das gefällt mir eigentlich gut, was die da machen, da hänge ich mir dazu. Und das wäre ja schon der richtige Ansatz. Und vielleicht braucht man es ja dann gar nicht mehr verpflichten, weil wenn man ja schon sieht, dass so und so viele Betriebe dabei sind, dann braucht man den einen Weg ja nicht mehr zu gehen. Das ist wie bei der Impfung, oder? Die Impfung rar machen und dann kommen die anderen auch. Ja. Nun kommt es die Impfpflicht. Gut, das lassen wir, dieses Thema lassen wir aus, das können wir nicht beurteilen. Gutes Thema, nächstes Thema. Ja. Danke. Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort, ja, und ein sehr interessantes Gespräch. Man lernt auch ich bin Ostösterreicher, du ja nicht, du bist eine Westösterreicherin. Ich finde, man lernt doch sehr viel, wenn man mal rausfährt aus dem Wasserkopf sozusagen in die Bundesländer und sich andere Standpunkte anhört. Sehr interessant für mich und vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Vielen Dank, danke für euren Besuch und schöne Tage in Tirol. Danke. Danke. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.